Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Steuerelementen in Windows-Applikationen. Haben wir ja schon einiges gemacht. Wir haben ein schönes Fenster, wo wir irgendwas machen können. Heute wollen wir uns anschauen, einmal eine Progress Bar. Okay? Progress Bar, wo finden wir die? Die muss da eigentlich irgendwo sein. In der Toolbox. Progress Bar, Progress Bar, Process, Progress Bar, da ist sie. Ziehen wir die hier mal rein. Da, so schaut der aus. Wenn wir jetzt auf Starten drücken, tut sie noch nicht viel, dann ist halt diese Progress Bar da. Aber was soll die eigentlich anzeigen? Die zeigt einen gewissen Wert an. Und zwar können wir aussuchen, was sie anzeigt. Okay? Das kann man einfach auswählen. Also wir haben da rechts unten haben wir Minimum und Maximum zwischen 0 und 100, sagt das jetzt mal. Ja? Also das ist praktisch 0 wäre hier und 100 wäre hier. Jetzt möchte ich hier irgendwie einen Wert hineinschreiben und dazu nehmen wir gleich einmal eine weitere Sache, die Trackbar. Trackbar, kennen wir hoffentlich auch. So, machen wir größer ein Stückchen. So, das ist jetzt eine Trackbar, haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Gell? Und auch da können wir schreiben, Large Change, ja, Maximum soll 100 sein. Minimum ist 0, Maximum ist 100. Das ist gut. Ja? Das ist gut, weil jetzt möchte ich nämlich praktisch das als Eingabewert und da oben möchte ich den Wert ausgeben. Gut, das heißt, wie reagiere ich jetzt auf eine Änderung dieser Trackbar? Wird es ein Event geben, schauen wir uns die Events an, was gibt's? Value Changed Event, super, gebe ich euch aber vielleicht vorher noch einen Namen. Das macht Trackbar 1, ist so ein bisschen Trackbar Wert, warum nicht? Und Event, sagen wir Value Changed Event. Ja. Und was soll passieren? Ich habe dem Dings gar keinen Namen gegeben, gell? Den hat, der heißt ja auch noch irgendwie Progress Bar 1 oder so. Also, muss ich umschalten hier? Ah, passiert mir öfter. Progress Bar 1, na, dann nehmen wir Progress Bar Wert auch. Wunderschön. Cool. Also, schauen wir uns an. Was machen wir? Wir schreiben also praktisch Progress Bar Wert, Punkt. Und jetzt müssen wir einen Wert geben. Wie wieder, heißt der hier wieder auf Englisch? Value. Gibt's eh. Value ist gleich Trackbar. Trackbarwert Punkt Value. Schau. Gibt es schon? Schauen wir das an. Ja, super. Funktioniert schon. Also ich kann mir mit der Trackbar kann ich hier links und rechts gehen und meine Progressbar folgt. Jetzt sehen wir, was eine Progressbar macht. Dieses Dings, was da drüber rennt, dieses Highlight, ja, das ist die Marquee. Marquee heißt das. Schauen wir mal, wie schnell das funktioniert. Also so schnell funktioniert das. Und wenn man sich die Eigenschaften anschauen von dem, da gibt es da auch eine Marquee Speed, Marquee Animation Speed. Setzen wir die einmal auf 10.000. Millisekunden sind das, ja, also 10 Sekunden. Was passiert da? Schaut genauso aus, finde ich. Schaut genauso aus. Naja. Aber kennen wir, glaube ich, so eine Progressbar. Gell? Kann man im Prinzip alles Mögliche anzeigen lassen. Also nicht nur irgendwelche Fortschritte, sondern irgendwelche Messwerte zum Beispiel oder sonst irgendwas. Das ist immer ganz schön, wenn man da so einen Balken sieht, der da links und rechts rauf und runter geht. Rauf und runter. Könnte man sich ja auch irgendwie einstellen. Also da gibt's einige Sachen, die man irgendwie verändern kann. Aber wie gesagt, das kann jeder selbst explorieren.
Ich muss nur mal vorstellen, wie es ungefähr funktioniert. Ja? Also Anzeigen des Wertes zwischen 0 und einer einstellbaren, zwischen einem einstellbaren Minimalwert, üblicherweise 0, und einem einstellbaren Maximalwert, üblicherweise 100. Ja? Und jetzt haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass ich mir, also ich würde mir wünschen manchmal, dass Sachen automatisch passieren. Also wenn ich da zum Beispiel rübergehe, ja, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte ja eigentlich in der Applikation, wenn ich hier rübergehe, dass das nicht automatisch dann nach oben läuft und nach unten läuft, sondern vielleicht irgendwie langsam, gell? Gemütlich oder zeitverzögert. Ja? Dazu müsste man ja irgendwie einen Timer, ja? Irgendwas, was automatisch abläuft. Ja? Und sagen wir alle Sekunden, alle halben Sekunden, alle Zehntelsekunden, ist doch egal. Einmal ja, nachschaut, hey, ist so, aufwacht praktisch und sagt, hey, was passiert da? Aha, okay, passt. Ja? Ein Timer. Das ist das Thema unseres nächsten Videos. Ja? Timer. Dazu werden wir einen Date-Time-Picker nehmen und dann werden wir dieser Progress-Bar eine andere Bedeutung einhauchen etwas. Ja? Nächstes Mal. Für dieses Mal wieder kurz und knackig. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.